Gude, heute machen wir eine rustikale Kartoffelsuppe aus dem Dutch Oven. Super lecker, einfach zu machen. Und wie man das macht, seht ihr gleich. Willkommen bei Barbecue Culture. So, unsere Zutaten sind diesmal Kartoffeln, dann Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Schnittlauch, Speck, etwas grob geschnitten. Dann brauchen wir noch Creme fraiche, frische Sahne, Bohnenkraut, Sellerie und Muskat und natürlich ein Lorbeerblatt. So, das Schnibbeln habe ich euch erspart. Wir haben jetzt hier drei kleine Kartoffeln in kleinere Würfel geschnitten. Dann die Zwiebeln haben wir möglichst klein geschnitten. Schnittlauch auch. Der Speck ist noch so, wie er war. Und dann haben wir ungefähr 1 Kilo Kartoffeln in grobe Stücke geschnitten. Und das waren dann eigentlich auch schon die gesamten Schnibbelarbeiten. Als erstes nehmen wir uns jetzt den Speck und lassen ihn ein bisschen aus. Der sollte möglichst schön knusprig werden, weil der später so als Crunch mit in die Suppe kommt. Und in dem Fett, was sich da ausgelassen hat, tun wir jetzt die kleinen Kartoffelwürfel braten. Die sollen ringsrum schon so ein bisschen knusprig werden. Aber wenn sie so ein bisschen Farbe außen kriegen, ist schon gut. Und dann kann das auch schon wieder raus. So, um dann die Zwiebeln ein bisschen anzuschwitzen, nehmen wir uns jetzt hier ein bisschen Butterschmalz. Dann kommen die Zwiebeln dazu. Wie gesagt, die tun wir jetzt nur ein bisschen anschwitzen. Und dann kommen auch schon die gesamten Kartoffeln dazu. Und die Gemüsebrühe. Das waren jetzt hier so 600-700 Milliliter. Ich habe euch jetzt leider unterschlagen, wie ich die Gewürze dann reingemacht habe. Aber die habt ihr ja vorhin schon gesehen. Ich schreibe euch die nochmal alle in die Infobox. Da gibt es auch nochmal die genauen Mengenangaben. Deckel zu. Und dann sollte das Ganze jetzt auch erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde vor sich hin köcheln. Hier seht ihr jetzt auch die Gewürze. Wenn die Kartoffeln dann irgendwann schön weich sind und sich in dem ganzen Sud auch die Gewürze schön verteilt haben, dann kann es losgehen und dann kann man das Ganze auch schon pürieren. Na, jetzt probieren wir nochmal. Guck nochmal. Kartoffeln weich. Einfach mal schön an den Rand drücken, wenn sie zerfallen. Alles super. Und vor dem Pürieren auf jeden Fall nicht vergessen, die Lorbeerblätter oder Lorbeerblatt wieder rauszuholen.
Und das gibt schon einen Duft. Nur ein bisschen Kartoffeln, Brühe, ein paar Gewürze. Super geil. So, jetzt halten wir mal ein bisschen den Magic Stick in die Suppe. So, und das sieht ja so schon eigentlich ganz gut aus. Aber da uns das Ganze ja dann so als Kartoffelsuppe nicht langt, kommen jetzt dann noch die Sahne und der Creme Fraiche rein. Das gibt nochmal einen mega Kick in die Suppe. Das war jetzt die Sahne gewesen. Jetzt kommt der Creme Fraiche. Und wenn ihr Glück habt, geht er so raus. Das Ganze jetzt einfach cremig verrühren. Bis ihr keine Klumpen mehr vom Creme Fraiche oder so seht. Dann das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das ist jetzt euch überlassen, da gebe ich auch keine Mengenangaben mit an, weil Salz und Pfeffer, das ist sehr, sehr individuell. Und nochmal verrühren. Und dann ist die Suppe so schon fertig. Und dann machen wir noch ein Tellerbild mit den restlichen Zutaten. Einmal abschmecken. Wie gesagt, Salz und Pfeffer muss jeder für sich selbst abschmecken. So, und da ist jetzt alles nochmal drauf. Der Schnittlauch, der Speck, die Kartoffeln. Passt mega, schmeckt super lecker. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Kommentar. Empfehlt's weiter, euer Markus von Barbecue Culture.